In diesem Bericht dreht sich alles um die Schule, und zwar um Lehrende und Lernende in den ausländischen Schulen unserer Stadt. In jedem Sektor Westberlins wurden nach dem Kriege für die Kinder der in Berlin stationierten alliierten Streitkräfte eigene Schulen eingerichtet. In ihnen wird den kleinen Amerikanern, Engländern und Franzosen das beigebracht, was auch ihre Altersgenossen in der Heimat lernen müssen. Die Unterrichtssysteme in diesen Schulen unterscheiden sich wie die von Paris, London oder New York. Schauen wir uns doch einmal an, wie es bei unseren Nachbarn im Klassenzimmer aussieht. Als eine der ersten ausländischen Schulen in Berlin wurde nach dem Kriege 1947 die britische Schule auf dem Flugplatz der Royal Air Force in Gatow eröffnet. Damals verfügte man nur über 2 Klassenräume, in denen 25 junge Engländer und Engländerinnen unterrichtet wurden. Diese Zeit ist längst vorbei. Heute toben hier über 580 Kinder über den Schulhof, wenn morgens kurz vor 9 der Unterricht mit einem gemeinsamen Gottesdienst beginnt. So wie es in jeder englischen Schule üblich ist. Be of good courage. Hold fast that which is good. Render to no one evil for evil. Strengthen the faint-hearted. Support the weak. Help the afflicted. And honor all people. And may the peace of God, which passeth all understanding, remain with us always. Für die jüngsten Untertanen Ihrer Majestät wurde in dem neuen Wohnviertel in der Nähe des britischen Hauptquartiers eine moderne Vorbereitungsschule errichtet, zu der ein weitläufiger Spielplatz mit zahlreichen Klettergerüsten gehört. In den Unterrichtspausen können hier in diesem Kinderparadies alle nach Herzenslust herumtollen. Moderne Unterrichtsmethoden lassen in dieser Schule die Kleinen fürs Erste noch vergessen, dass für sie der Ernst der Schule bereits begonnen hat. Wie im Spiel lernen sie beim Malen mit Buntstift und Pinsel, Lesen und Schreiben. So ist es kein Wunder, dass alle mit viel Lust und Liebe bei der Sache sind. Sport wird in der englischen Schule groß geschrieben. Mehrmals in der Woche heißt es hier, pack die Badehose ein. Im schuleigenen Schwimmbad auf dem Gatower Flugplatz werden den Schülern auch die Grundbegriffe des Rettungsschwimmens beigebracht. Und mit kühnem Sprung geht es hinein ins feuchte Element. Neben dem Sportunterricht kommen natürlich auch die anderen Fächer nicht zu kurz. Und neben Mathematik, Französisch und Latein müssen hier auch deutsche Vokabeln gebüffelt werden. Auf Deutsch bitte, Evelyn. Barty nimmt seinen kleinen Reisekoffer und ich trage seine Aktentasche. Ja. In der Bahnhofstelle sagt Barty, Hansi, sieh mal auf dem Fahrplan nach. Von welchen Bahnsteige der Zug fährt. Aber auch darauf legt man in dieser Schule besonderen Wert. In einer kleinen Musterküche lernen die zukünftigen Hausfrauen, was sie später am eigenen Herd beweisen müssen. Das ist es gerade, was an allen ausländischen Schulen in Berlin immer wieder auffällt. Die praktischen Fächer nehmen im Unterrichtsplan einen breiten Raum ein. Klein Paris an der Spree. Im französischen Sektor, in der Nähe des Flugplatzes Tegel, befindet sich diese Grundschule. Sie wurde 1953 für die französischen Kinder in Westberlin eröffnet. Hier geht es zu im Klassenzimmer wie überall in Frankreich. Der Unterricht beginnt mit Gymnastik und Atemübungen, wie sie vom Unterrichtsministerium in Paris für alle Schulen des Landes vorgeschrieben sind. Anders als bei uns ist hier der Stundenplan aufgeteilt.
Die einzelnen Lektionen, wie hier zum Beispiel Kopfrechnen, dauern höchstens 10 bis 20 Minuten, damit die Konzentrationsfähigkeit der Kinder nicht überfordert wird. Der Unterricht an den französischen Schulen in Berlin, eine zweite gibt es in Weidmannslust, erstreckt sich fast über den ganzen Tag. Bis zum späten Nachmittag bleiben die Kinder hier in der Schule. Dafür gibt es aber für Marcel oder die kleine Jeannette keine Hausaufgaben. 7 Kilometer, 8 Meter. Neben altbewährten Unterrichtsmethoden werden auch moderne Lehrmittel eingesetzt. Die Schulfunksendungen von Radio Paris haben im Stundenplan ihren festen Platz. Und beim Gesangsunterricht darf das Tonbandgerät nicht fehlen. Wer von den kleinen Franzosen die Grundschule absolviert hat, kann in Berlin auch auf die höhere Schule übergehen. Das von den Hugenotten einst in unserer Stadt gegründete französische Gymnasium bietet dafür die besten Möglichkeiten. Deutsche und französische Kinder drücken hier gemeinsam die Schulbank. Ein ähnliches Beispiel internationaler Schulgemeinschaft findet man auch noch im amerikanischen Sektor an der John F. Kennedy Schule in Zehlendorf. Diese Schule am Hüttenweg dagegen ist ausschließlich den Kindern der in Berlin stationierten US-Streitkräfte vorbehalten. Ebenso wie die neue Berlin High School, an der über 500 Schüler und Schülerinnen unterrichtet werden. Das amerikanische Schulsystem zeichnet sich durch besondere Beweglichkeit aus. Es lässt den Schülern einen möglichst großen Raum für die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. In Arbeitsgemeinschaften und Diskussionsgruppen findet man sich zusammen. Hier gibt es kein starres Klassenschema. Nur einige wenige Hauptfächer wie Englisch oder Mathematik, und das auch nur in den ersten Jahren, sind Pflicht. Alle weiteren Unterrichtsstoffe können sich die Schüler selbst auswählen. Sie müssen wöchentlich nur eine bestimmte Anzahl von Stunden nachweisen können. Beim Aussuchen der Wahlfächer steht den Jugendlichen ein Fachpsychologe mit gutem Rat zur Seite. Er unterhält sich mit den Schülern und schlägt ihnen je nach Anlage und Neigung die Kurse vor, die sie belegen sollten. Dabei liegt der Schwerpunkt des ganzen Unterrichtsprogramms an dieser Schule vor allem auf den praktischen Fächern. Neben dem Unterricht an der Schreibmaschine kann der junge Amerikaner sich hier in vielfältiger Weise auf seinen späteren Beruf vorbereiten. In einem Spezialkursus erhält er eine Grundausbildung im technischen Zeichnen. Für die handwerklich begabten Schüler wurde im Erdgeschoss eine kleine Lehrwerkstatt eingerichtet, die mit modernen Maschinen für alle möglichen Holzarbeiten ausgestattet ist. Natürlich gibt es hier auch eine große Schulbibliothek. Doch die Schüler können sich hier nicht nur aus dem über 7000 Bände umfassenden Bestand die passende Lektüre aussuchen. Hier wird ihnen auch erklärt, wie man eine moderne Bibliothek benutzt. Die vielfältigsten Veranlagungen und Neigungen der Schüler finden in dieser Schule Berücksichtigung. Neben Sportgruppen und Footballclubs gibt es auch ein großes Schulorchester. Mehrmals in der Woche treffen sich die 60 Mitglieder dieser Band, um in der Musikhalle zu proben. Drei verschiedene Schulsysteme in Berlin zeigte uns dieser Rundgang durch die Klassenzimmer unserer ausländischen Freunde. Eines jedoch haben diese Jungen und Mädchen mit ihren Altersgenossen in aller Welt gemeinsam: die Freude darüber, wenn endlich am Nachmittag die Schule zu Ende ist.